Eusebios Requiau. Auch ein cooler Song. Defeat the Night. Moin Moin Oerdinger. Schön, dich wiederzusehen, mein Guter. Dir wünsche ich natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen. Natürlich auch Timoe. Was ist das denn? Ich sehe dieses Symbol zum ersten Mal. Okay. Weiß jemand, was das hier bedeutet? Wollen wir das gewinnen, ne? Das wäre ein mega Schritt Richtung Klassenhalt. Arminia Hannover. Oh, cool. Kennen den Verein auf jeden Fall. Wo haben die gestartet? Also wo sind die gestartet? In der vierten oder fünften Liga? Wir halten uns gut. Jetzt mal ein höherer Einsatz, wo wir keine gelbe Karten haben. Direkt 2. Oberliga Niedersachsen, okay. Immerhin, also hast du, also Oberliga 5. Eine Liga übersprungen, ne? Also bist aufgestiegen, das ist eine Liga, meine Güte. Finn Orlebecker. Komm, noch mehr. Das ist jetzt geil. Kennen Zombie, Leute, das ist geil. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Komm, du mal im defensiven Mittelfeld. Dann du runter, du hast eine gelbe. Du hast auch eine gelbe. Dann können wir jetzt weiterhin schön mit dem hohen Einsatz spielen. Zeitspiel, wo es nur geht. Und dann noch ein Wechsel 2-1. Eins gewonnen. Oh, sieht jetzt super aus. 4 Punkte. Vorsprung bei noch 6 Partien. Aber warum muss das so eng sein? Warum muss das so eng sein? Da kann auch eine Menge passieren. Meine Güte, Leute. Jetzt kommen natürlich nur einige starke Gegner. Unter anderem der BVB. Bayern und Leipzig haben wir ja schon hinter uns. Klöckner noch 9 Tage. Kaspersky 30 Tage. Ja, ist eigentlich schon. War es das für ihn in dieser Saison? Das kriegt er nicht mehr hin. Da noch viel zu spielen. Elf Zuschauer, moin moin, allerseits hier. Alle, die mich nicht kennen und vielleicht die Karriere von Anfang an sehen wollen, hier übrigens mein YouTube-Kanal, könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Da wird alles, was ich hier streame, als einzelne Let's Play-Folge aufgenommen und dann auch noch mit einer schöneren Audiostimme. Also meine Stimme ist dann schön bearbeitet, weniger Hintergrundrauschen, mehr Bass, hört sich dann sogar angenehmer an, wie ich finde. Also wer mag, kann da sehr, sehr gerne reinschauen. Genau, wir haben gut trainiert und sind taktisch optimal vorbereitet. Natürlich, bei mir als Trainer. Sind mit mir als Trainer. Ich mache das immer. Ja, für Dortmund geht es ja eigentlich um nichts mehr. Der Meister werden die auch nicht mehr. Und Gladbach, naja, Gladbach wird jetzt auch nicht unbedingt Dortmund überholen. Wir haben jetzt bei einer Niederlage 35 Punkte. Sind ja auch in Rückstand jetzt, okay. Wir haben Stand jetzt 3 Punkte Vorsprung. Ich will einfach nur den Klassenerhalt, Leute. Ihr seht das, ne?
wir sind die schwächste Mannschaft mittlerweile zusammen mit Hannover. Aber man sieht, Hannover hat 17 Punkte, wir haben 35. Das ist schon ein Unterschied, ne? Aber es bleibt eng. Vielleicht noch ein bisschen offensiver. Mal noch ein paar Nadelstiche hier versuchen. 2-0 Erling Haaland, das... Ah ja, das wird eher weniger was. Schalke führt, das ist unglaublich. Jetzt sind noch 2 Punkte Vorsprung, Rückstand. Vorsprung, meine Güte. Schade. 2 Punkte, nur ist unfassbar. Man sieht, oh, noch 29 Partien auf Rang 11 mit St. Pauli. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Ist es ja auch eigentlich. 35 Punkte sind ja auch eigentlich sehr gut. Und dann hat der 16. nur 2 Punkte weniger als wir und der 17. sogar nur 3 Punkte weniger. Union Berlin. Müssen wir gewinnen, oder? Müssen wir. Ich sag mal so, wenn wir das gewinnen, dann haben wir eigentlich zu 80% in den Saison, den Klassenerhalt geschafft. Klar. 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 Ja. Ich gehe weiter ins Fitnessstudio. Irgendwann würde ich schon hingehen. Irgendwann. Nur 10 Punkte schwächer. Haut alles hier raus, Leute. Haut alles raus. Hannover richtig abgeschlagen, letzter. Die werden natürlich auch letzter, ist klar. Selbst wenn die jetzt alle 5 Spiele jetzt gewinnen noch. Unmöglich. Zwei zu null Chancen für uns. Das sieht gut aus. 58%, 57% Ballbesitz. Zweite Halbzeit dann mit komplett hohem Einsatz. Kommt, Leute, kommt, Leute. Nur ein Punkt Vorsprung. Bei Rückstand punktgleich mit Bielefeld. Ja Mann, Kofi Kehre. Ich weiß nicht, ob hier bei Real Football das auch wirklich paar Sekunden bringt, wenn man wechselt, aber ich mache es einfach trotzdem. Ach, kein Wechsel mehr möglich, denn man darf ja nur 3-mal. 3 Unterbrechungen haben wir, gewinnen die Partie. 4 Punkte Vorsprung bei noch 4 Partien. Leute, ich glaube, wir haben den Klassenerhalt zu 80% geschafft. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, das tut gut. Pavli Halili, 8,4 unser Ersatzkeeper. Sehr schön. So, jetzt auswärts auf Schalke. Oder was sagt ihr hier im Chat? Das haben wir noch geschafft, oder? Klar, man soll nie den Tag vor dem Abend loben, heißt das so?
Aber es sieht gut aus. Schalke 04. 5 Tage, okay. Nur 99, wie schwach sind die jetzt mal ganz im Ernst, oder? Das ist schon ein bisschen... Ja, klar, hoffen wir es mal. Gut, wenn wir alle 4 Partien verlieren sollten, dann weiß man nie. Direkt der Rückstand. Aber uns müssten halt schon viele Mannschaften überholen. Und es kann immer mal sein, dass hier 1-2 Vereine alle Partien verlieren oder vielleicht nur 1-2 Unentschieden holen. Das würde uns ja schon fast reichen. Oh, 11 Meter verschossen. Kofi. Kofi-Line. Avevoir rein. Wisst ihr, ob man den Avevoir oder Avevoir oder wie auch immer ausspricht? Komm, Leute. Oh, wir haben gerade gute Chancen gemacht. Dann haben wir hier frisches Personal fürs Mittelfeld. Und jemand links den Flügel nach vorne. Und ballern kann. Avevoir. Also einfach nur Avevoir, ja. Burgstaller. Unser Joker. Wie sieht's jetzt aus? 4 Punkte Vorsprung. Ja, komm. Nee, das. Sorry. Wir sind sogar auf Rang 8 auf einmal. Wie eng ist das bitte? So, jetzt bin ich wirklich komplett entspannt. Ich würde es geil finden. Der Verein, die Fans allgemein, gehört wieder in die erste Liga. Hamburg, der HSV muss auch aufsteigen. Müsst du vielleicht anders sehen. Nicht schlagen, bitte. Gut, solange St. Pauli erster wird, Hamburg zweiter, ne? Ist doch alles gut. Na, wir haben noch 6 verfügbar, nutzen wir einfach mal. Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln. Die Ärmel natürlich auch.
Raus jetzt! Was denn für eine Ansprache, okay? Kurz und schmerzlos und mit wenig Sinn. 2 Punkte Vorsprung. Das ist noch nicht normal, ne? Zwischen 10. und 16. Nee, nicht Gideon Jung. Baccarada, den falschen gewählt. Burgstaller für Kehre hat die schlechtere Note und einen Wechsel. Lassen wir uns noch für die 70. Jetzt. Ach komm Leute, weil es nicht mehr allen zu spannend ist, meiner Meinung nach. Klare Torschuss vereitelt. Sagen, dann spielen wir ein bisschen schneller hier. Nur Nino Burg verkürzt noch. Macht es etwas spannend, aber am Ende reicht es natürlich nicht. Okay. Wie passiert das denn aus Versehen? Hast du vergessen, dass du gerade schon einen geholt hast und hast nochmal einen geholt? Am selben Tag? Okay. Ja, kann passieren. 1 Million, ne? Wird schon nicht pleite werden. Wobei, gut, kommt drauf an, was für einen Verein du hast, ne? Ich glaube, Schalke in Rückstand. Kinnzombie. Rote Karte. Aber ist euch aufgefallen, dass sehr häufig, wirklich sehr häufig, es rote und gelb-rote Karten für den Linksverteidiger gibt? Ist das nur Zufall oder irgendwie wird das so programmiert? Moin Sam! Was ist denn passiert? Buchtmann. Und? Bei einem Sieg ist das ein Klassenhalt. Auch rechnerisch. Henning El Abdelawi. Wir wollen es einigermaßen spannend machen bis zum Schluss, okay? Aber dann haben wir wahrscheinlich wirklich diese...
Ja, aber ich denke, wenn du nichts gemacht hast, dann lässt sich das bestimmt klären, ne? Lass mich raten, ne? Schiri wird sein Pipe Glöck oder Pipe Glöckner, wie der heißt. Aber die schreiben meistens in der Begründung rein, oder? Wenn die einen sperren. Was steht denn bei dir oder stand bei dir? So, die letzte Partie der Saison. Leverkusen ist auf Rang Nummer 7, ach, gar nicht so gut. Bremen 8er, waren die nicht vor kurzem 17. und 18., 16.? So schnell geht das hier. Der 17 hat einfach 37 Punkte. Ich glaube, sowas gab es wirklich noch nie in der ersten Liga, ne? Also in der Realität. Rückverrechnungen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, den Begriff, dann hast du irgendwas nicht gezahlt? Irgendwelche. Hast du für dein Konto nicht gezahlt? Für dein PS Plus? Boah, wie krass ist, wie krass eng ist das gerade? Das kann nicht wahr sein. Okay, komisch sein. Wir haben es geschafft, aber guckt euch das jetzt mal wirklich an. Moment, wie eng das war. Wenn wir verloren hätten, hätten wir wirklich 40 Punkte, genau wie der 16. Und wir hätten wirklich nur 3-0 verlieren müssen, um eventuell wirklich auf dem 16. Rang zu sein. Ich glaube, wir wären sogar 16., weil alles wäre gleich, aber wir hätten einen Sieg weniger. Guckt mal, wie eng das trotzdem war, ne? Ja, Sam, wirst du bestimmt klären können. Unglaublich, oder? Unglaublich. Aber damit, meine lieben Zuschauer auf YouTube, war es das dann auch erstmal mit dem Projekt hier, mit dem FC St. Pauli. Das sollte ja eher so ein eine shorte Karriere sein, eine kurze Karriere. Ich finde, wir haben in den zwei Saisons wirklich das Maximum fast rausgeholt. Also wir sind in der ersten Saison aufgestiegen, obwohl die Saisonziel Platz 15 war, als erster mit 64 oder 63 Punkten. Und jetzt haben wir den Klassenerhalt geschafft, was ja auch krass ist mit der schwächsten Mannschaft zusammen mit Hannover 96. Ja, also ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Ich sollte häufiger mal so Saisons machen mit verschiedenen Clubs für so 2-3 Saisons. Mehr Abwechslung auch für euch, ne? Ist gerade nur für YouTube die Moderation, Sam. Und ja, Kinsami wird nochmal stärker. Ach komm, machen wir mal hier Übersicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet. Auch mit Däumchen hoch oder eben Däumchen runter, wenn ihr das nicht so interessant fandet. Und ja, außerdem, wenn die Folgen jetzt rauskommen, ist ja auch schon etwa die FM-Beta draußen, bald die Vollversion. Da brauche ich natürlich auch ein bisschen mehr Puffer, ne? Weil da wollen wir auch mal so richtig durchstarten beim FM. Mal wieder. Und deswegen war es das dann, wie gesagt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Habt noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zugucken. Euer Dentüchen Papüchen.